Bonne matinée à tous. Einen schönen Vormittag, Sie hören Beur FM. Montagmorgen bei einem Radiosender mit vielen muslimischen Hörern. Hier bin ich heute zu Gast. Denn für mich ist die Frage, was bedeutet es für die Muslime in Frankreich, dass im Namen ihrer Religion schon wieder gemordet wurde? Der französische Regierungsbeauftragte gegen Extremismus redet in der Sendung Klartext. Vor allem die Muslime sind in Frankreich jetzt herausgefordert, sagt er, denn ihre Religion wurde angegriffen. Er eilt zurzeit von Termin zu Termin. Muslime, Nicht-Muslime, überall wirbt er für gegenseitiges Verständnis. Warum ist es für Sie wichtig, zu diesem Radiosender zu kommen? Weil Reden wichtig ist und weil die französischen Muslime berechtigte Angst haben. Sie sind doppelt betroffen, als Franzosen und als Muslime. Ihnen hat man die Religion gestohlen. Sie müssen fürchten, mit den Terroristen in Verbindung gebracht zu werden. Franzose und Muslim sein zu können, genau dafür wirbt Moderator Fabrice täglich in seiner Sendung und wird deshalb auf Facebook beschimpft und bedroht. Französische Nationalisten finden ihn zu islamfreundlich, radikale Muslime zu weltoffen. Wir bei Beur FM machen einen Ritt auf der Rasierklinge. Muslime sind, ohne es zu wollen, ein Angriffsziel geworden. Es wird auch hier Leute geben wie Pegida in Deutschland, die extrem nationalistisch sind und sich die Muslime als Ziel aussuchen. Die machen sie dann zum Beispiel verantwortlich für Arbeitslosigkeit, für den steigenden Meeresspiegel oder für den Klimawandel. So ein bisschen für alles. Zu den radikalen Muslimen schweigt Fabrice. Haben Sie hier bei Beur FM vor denen vielleicht mehr Angst? Ich kann nur spekulieren. 12 Uhr, Schweigeminute in ganz Europa. Die Anteilnahme hier im Studio bewegt mich tief. Wie soll es den französischen Muslimen gelingen, sich aus ihrem Dilemma zu befreien, frage ich mich. Ich bin auf dem Weg zu einer öffentlichen Beileidsbekundung der Muslime. Nicht weit von der Konzerthalle Bataclan wollen wichtige Imame Blumen niederlegen. Ein Zeichen, dass die Muslime genauso trauern wie alle Franzosen. Plötzlich, mitten im Gedränge, bekomme ich mit, wie eine muslimische Frau die Imame beschimpft. Was ist da los? Doch dem Imam scheint erstmal ein Fernsehinterview wichtiger. Ich frage bei der Frau nach. Was tun die Imame in den Moscheen und die Regierung? Was tun wir, damit unsere Jugend aufhört zu sterben? Was fordern Sie denn von den Imamen? Ich will, dass sie aufräumen, dass sie Moscheen schließen, weil es Moscheen gibt, die eigentlich nicht geöffnet sein dürften. Denn diese Moscheen verbreiten Hass. So öffentlich und so deutlich habe ich Muslime noch nie über die Frage streiten sehen, wie sich gewalttätiger Islamismus bekämpfen lässt und wer das tun muss. Nachfrage beim Imam, was sagt er dazu? Nicht die Moscheen sind extremistisch, sondern oft nur ein einzelner Imam mit seiner radikalen Predigt. Haben Sie denn genug getan vor den Attentaten? Wir haben viel getan, aber nicht genug. Aber wir haben viel getan. Und dann singen sie die französische Nationalhymne Marseillaise. Auch wenn die Marseillaise sehr friedlich klingt, die Situation ist extrem angespannt. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, die Menschen schieben sich gegenseitig die Schuld zu. Wer tut was gegen radikalen Islamismus in Frankreich? Die Diskussionen um diese Frage, so scheint mir, sind durch die Attentate von Paris unter Frankreichs Muslimen noch mal heftiger geworden.